ich bin wieder da und ja, ich habe auch den zweiten Ritter, der hier noch stand, gerade so noch überlebt, also überstanden, weil ich dieselben Tasten zum Glück nochmal drücken durfte. So, da sehen wir was Wunderschönes. Das Problem ist, Ashley wird hundertprozentig sterben, wenn ihr sie damit reinnimmt. Also, oder ihr werdet sterben, besser gesagt. Deswegen, wait, darf sie hier draußen warten. Denn hier wird es gleich richtig haarig. Oder eisig. Also, metallisch, wird es hier gleich. Ah. So, wie darf man das denn verstehen, mein Herr? Achso, und ich habe vergessen, das gelbe Kraut, was hier lag, noch zu mischen. Zum zweiten Mal. Ich bin gerade im Überlegen, mit was für einer Waffe ich das Ganze jetzt mache. Ich hoffe, meine Schrotflinte hat genug Wumms, um deren Rüstungen zu durchdringen. Denn jetzt geht's ab. Ashley bleibt schön draußen. Jetzt wird's witzig. Ich muss mal gerade was überprüfen. Ja, gut, ich habe genug Blendgranaten. Das ist nämlich wichtig. Verdammt. Die umkreisen einen, die Schwanzlutscher. Ich kann nicht schnell genug zielen. Okay, gut, dass ich Ashley hier nicht mit reingenommen habe. Ich würde jetzt gnadenlos failen. Auf jeden Fall hat meine Wumme nicht genug Wumms. Scheiße, 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 scheiße! Wenn ich jetzt nichts nehme, dann sterbe ich. Deswegen, ich nehme Erste-Hilfe-Spray. Das kann man, wenn man Glück hat, noch beim Händler wieder kaufen. Ja, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich will nicht. Oh, verdammt. Verdammt! Ich hätte doch lieber eine Blendgranate benutzen sollen. Hätte ich mal lieber gemacht. So, jetzt ist leider noch der eine da über. Aber da kommt noch mehr. Vielleicht kriege ich den ja so kaputt. Okay. Das war's aber noch nicht. Es geht noch weiter, ja? Verdammt, 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 verdammt. Ich habe Angst. Nochmal drei. Rennen! Ich muss die alle hinter mir herkommen lassen, dass sie schön in einer Linie... Oh, scheiße! Schön in einer Linie! Das war aber nix. Das war nix. Weil nochmal getroffen möchte ich nicht jetzt werden. Ich möchte nicht noch eine Heilung schlucken müssen. Okay, der erste. Die anderen beiden legen wir auch noch frei. Wenn wir es irgendwie hinkriegen. Verdammt, 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 verdammt. Ich würde so gerne mal einen Raketenwerfer rausholen. Einfach, ne? Wisst ihr? Gucken, ob wir bei den TMP, mit der TMP bei den Dingern weiterkommen. Verdammt! Ja! Scheiße, ich renne genau in ihren Arme, oder? Oh, sie sind genau hinter mir. Die sind zu schnell! Ich will den einen noch... Wisst ihr, ich will den einen noch freilegen, bevor ich... Ah, ich kratze bestimmt jetzt gleich ab. Verdammt. Ja, ich weiß. Ihr denkt euch jetzt, Tempeln, warum bist du so irre? Warum bist du so absolut wahnsinnig und benutzt nicht einfach den Blendgranate? Meine Antwort darauf ist, ich wollte es nicht. Ich wollte es einfach nicht. Ich wollte die so kaputt kriegen. So, eins von diesen grünen nehme ich jetzt. Ein anderes spare ich mir auf, falls ich wieder was zu mischen finde. Oh, that was intense. That was something different. A whole new experience. Okay, Ashley, du bist freigegeben ab 21 Jahren. Follow me. Oh,
die greifen uns jetzt, glaube ich, nicht nochmal an, hoffe ich. Sonst verkacke ich nochmal. Wir haben den ersten Gral. Und wie ihr euch vielleicht erinnert, auf Leicht musste man nur einen Gral finden. Und hier darf man zwei Grale finden. Das war arschknapp, ey. Die hätten mir so den Kopf abbeißen können. Die Rübe weg. Sofort. Oh, cool. Habe ich gemerkt, dass man das aufmachen kann. So, Achso, genau, da ist die zweite Tür. Ja, ne? Scheiß drauf, gehen wir durch die zweite Tür. Hier versuche ich jetzt mal einen Trick anzuwenden. Ich bin mir nicht sicher, ob es klappt. Ach, genau, ja, jetzt weiß ich es wieder. Wait. Hold it right there, Biatch. Schieben, stoppen. Drehen, schieben. Und dasselbe ist hier nochmal. Hallo? So. Nehmen wir mal das Ding hier hinten. Komme ich da noch zwischen? Ja, zum Glück. And the final piece. So. Hier sehen wir jetzt eine Tür, in die wir nicht reingehen dürfen. Warum? Weil wir diese Lampen da oben von hier abschießen können. Warum? Weil wir dann gleich weniger Stress haben. Weil diese Decke ein gefährliches Geheimnis verbirgt. Dann, wo ist denn die letzte Lampe? Ach, direkt hier vorne. So, ich weiß, es ist ein bisschen lame, das Ganze, aber ich bin auch lame. Passt auf. I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. Tja, geil, ne? Jetzt erklär mir mal bitte jemand, was für einen Sinn das haben soll, dort oben blinkende Lampen anzubringen und das auch noch irgendwie so mit dem System zu verkabeln, dass wenn man die abschießt, das Ganze stoppt. Also, ich weiß nicht. Da ist denen irgendwie die Kreativität ein bisschen flöten gegangen, denn zu Resident Evil 1 Zeiten musste noch ein Barry Burton, musste dann noch kommen und einen retten. Und das war irgendwie ein bisschen epischer. Na gut, Louis ist tot, der hätte uns eh nicht mehr retten können. Das ist aber auch doof geordnet hier alles, ne? Ah, was soll's. Das war Teil 1. Nehmen wir das. Das ist immer gut. Wie die aussehen. Komm, Ashley. Brava, Fifi. So. Keine Sorge, das Ding kann uns jetzt nichts mehr anhaben. Glaube ich jedenfalls. Das ist alles easy peasy. Warte mal, das kann man bestimmt aufmachen. Oh, herrlich. Oh, hier, guckt euch das an. Elegante Schachbretts. Und das ist auch ziemlich viel wert. Wir müssen ja das Geld, was wir vorhin fürs Tune ausgegeben haben, müssen wir irgendwie wieder reinkriegen, ne? So, nochmal Pistolenmunition. Und zu guter Letzt der Gral der Königin. Yes, sir. Oh, und nachher kommt mein Lieblingsabschnitt des ganzen Spiels. Das mit den Insekten. Ja, manche finden das vielleicht scheiße, aber ich finde das richtig genial. Mir macht das Spaß. Fail. Fail. Epic Fail. Momentono. Ich muss mal gerade über Lego. Denn ich glaube, da waren jetzt Gegner. The new enemies. Wait. Lass die mal hier stehen. Ja, da stehen sie alle. Guckt euch das an. Gucken wir mal, wie gut my sniper skills really are. Warte mal, ich gehe mal erst zurück. So. Und da seht ihr schon an der Seite links glitzern ganz viele Sachen. Matalo!
I think my sniper skills are pretty good. Follow me. Don't you think? Ich weiß, dass ich gut bin. Müsst ihr mir nicht bestätigen. Meine Lieblingswaffe bei Counter-Strike. Sniper. Aber nein, keine Sorge. Nicht die richtige Sniper, sondern die Vogelpuste. Damit habe ich es immer geliebt, Headshots zu verteilen. Und die anderen dann immer, du Cheater, du hast doch einen Bot an, du hast doch Aim, Alter. Ich so, ja, ich habe voll den geilen Cheat, der nennt sich Skill.exe. Ja. So, und hier haben wir den grünen Edelstein. Und warte mal, haben wir nicht schon grün in unserer Maske drin? Hoffentlich nicht. Und wisst ihr noch? Genau an dieser Stelle habe ich einen Schatz vergessen, weil ich dämlich war, weil ich nicht wusste, wie man da hinkommt, weil ich einfach nicht gecheckt habe, dass man da aus dem Fenster drücken kann. Oh nein, das ist sogar der fehlende. Okay. Ein weiterer Schatz completed. Und, 3 Minuten noch. Hier kommt der gerade der Königin rein. Hier. Ist das richtig so? Und hier der andere. Die andere Scheiße. Und ich war noch dämlicher, weil ich dieses komische fette Viech, was in dem runden Raum hängt, nicht abgeschossen habe. Jedenfalls nicht lange genug. Denn das droppt ganz viele von diesen Augen. Und dann können wir den nächsten Schatz, den wir jetzt genau finden, direkt damit ausstatten und weiter verticken. So, wie war das denn hier? Musste man hier noch auf Gegner aufpassen? Ich glaube nicht. Ich hoffe es. Schlange! Verdammt! Kann die eigentlich mehrmals beißen? Ich will mal ein goldenes Hühner. Hühnerei, Hühnerei. Ich hätte gerne Hühnerei. Oh, erwischt. Na, normales. Tja, bringt jetzt nicht viel. Pfeife ich mir direkt rein. Oder nein, ich warte noch. Ich warte noch ein bisschen. Bis ich wieder mehr Verlangen habe. Verlangen. Du ekelhafter. So, hier können wir auch wieder. Oh, super animierte Tür. Und hier können wir genauso. Mann, Mann, Mann. Und hier. Ich habe nicht gepeilt, dass man hier raus kann. Ich bin einfach dran vorbeigerannt. Ich habe sogar noch richtig... Ich habe mir das Video angeguckt. Ich habe noch richtig hier hingeguckt. Ja. Und hätte ich auf die Karte geguckt, hätte ich gesehen, dass hier ein Weg dran entlang führt und der außerhalb dieser Kuppel ist. Aber nein, habe ich natürlich nicht gesehen. Bis jetzt haben wir, glaube ich, alle Schätze mitgenommen. Das sieht sehr gut aus. Jetzt holen wir uns noch einen. Hier kann man hin. Und hier ist ein rotes Kraut. Habe ich gut daran getan, gewartet zu haben. Kombinieren. Wenn wir jetzt noch ein gelbes finden, haben wir schon 2 Superkräuter. Sag ich auch schon Superkräuter. Meine Güte, ich sollte mir nicht so viele andere Let's Plays von diesem Spiel angucken. Aber das hilft mir, besser zu sein. Also, so ein bisschen jedenfalls. Ich gucke, wie andere Leute was machen. Ich gucke, wie andere Leute was falsch machen und dabei failen. Und dann mache ich es richtig. Hier, da ist es. Das fette Viech. Und hier ist die Lampe dazu. So, jetzt wisst ihr auch, warum ich die Augen aufbewahrt habe. Hätte ich eigentlich gar nicht machen brauchen, weil jetzt kriegen wir noch mehr Lämpchen. Augenchen. Augenchen. Oh, nicht schlecht. Da wir aber nur noch 43 Sekunden haben, watschel ich jetzt nur schon mal in die Richtung. Ich weiß nicht, wie lange die Augen da bleiben, wenn sie gedroppt sind. Deswegen schieße ich das Ding nicht von hier oben ab, sondern von unten. Ganz klassisch. Auf jeden Fall werde ich jetzt meine Schrotflinte brauchen. Oder meine TMP. Eins von beiden. Okay. Was uns hinter dieser Tür erwartet, zeige ich euch jetzt. Nein, Spaß. Was hier gleich abgeht, das seht ihr im nächsten Part. Bis denn.